The weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, make it so. Make it so. Make it so. Hallöle, Grüße miteinander und ein herzliches Willkommen zurück hier bei Galaxy Fair mit und von eurem Jan Siemann. Ja, heute Türchen Nummer 6, der Nikolaus. Ich hoffe, er war bei euch da, beziehungsweise bei mir leider nicht. Aber nur gut, naja, wenigstens eine Kleinigkeit gab's. Und die Schokolade war sehr, sehr lecker. Hab ich aber auch wirklich gebraucht heute. Ach ja, okay, gut. Fackeln wir nicht lange rum. Kommen wir zu meinem heutigen Studiogast, wenn man so will. Ach ja, ich finde auch immer wieder neue Formulierungen. Krass. Dann haben wir hier einmal den klingonischen Nekvar-Schlachtkreuzer. Gesehen in Star Trek Deep Space Nine, zu sehen in der ersten Folge. Die erste Folge, in der er zu sehen war. Der Weg des Kriegers, Teil 1 und 2. Ein sehr, sehr cooler Zweiteiler, der die Klingonen sehr, sehr gut introduced. Also mit in die Serie einbringt. Und Worf. Ich glaube, mehr dazu muss man auch nicht sagen. Und natürlich auch das Spiegelpendant. Im Spiegeluniversum gibt es das auch, unter dem Kommando von Regent Worf. Und ja, auch zu sehen in Endspiel und in All Good Things. Wenn ich so darüber nachdenke, in zwei finalen Zweiteilern. Geil. Einmal im zweiten Teil und einmal im ersten Teil. Cool. Ach ja, wie sich doch die Dinge manchmal zusammenfügen. Schön. Naja, das zum Nekvar-Schlachtkreuzer. Hoppala. So, dann geht es jetzt auf jeden Fall zügig weiter. Und zwar mit meinem Adventskalender. Adventskalender, mein noch nicht beleuchteter. Da ist die 9. Ah, da. Ganz unten links, von mir aus gesehen, für euch rechts unten, ist bei mir die 6 und drinnen. Aua. Na, komm. Ist mal wieder ein Schokobon. Yay! Ich freue mich. Ach ja, falls ich es vergessen habe, ich glaube, ich habe es vergessen, gestern zu erwähnen. Ich werde jetzt erstmal keine Musik im Hintergrund mitlaufen lassen, weil wegen Urheberrechtsgründen, auch wenn es momentan noch erlaubt ist, gehe ich dennoch auf Nummer sicher, auch wenn es ein bisschen atmosphärischer rüberkommt. Aber ich will halt keine Probleme bekommen. Ich hoffe, ihr versteht das und ich werde mich mal die Tage mal nach Copyright-Free-Musik zum Thema Weihnachten umgucken, beziehungsweise umhören. So, aber das zum ersten Adventskalender. Kommen wir auch direkt zum zweiten. Wir wollen nicht so viel Zeit verlieren und ich habe auch die 6 glatt gefunden, auch hier wieder in der linken unteren Ecke für euch rechts. Hoppala, das waren 2. Nee, das ist tatsächlich eine. So eine große? Und dann mit... Okay, zum Nikolaus ist da ein bisschen mehr drin. Krass. Okay. Da ist auf jeden Fall ein bisschen was drin. So. Und ein bisschen... Ah, da braucht man ein bisschen Fingergefühl für. So. Einkaufsgutschein für den Aldi im Einkaufswert von 5 Euro. 5 Euro bis 250 Euro. Okay, nice. Und dann einmal diese 2 schönen Schokoladen hier. Ist schön. Ich freue mich drüber. Ich freue mich wie ein Schnitzel. So. Und dann mein heutiger versteckter Hit-Tipp des Tages. Ja. Der Titel beinhaltet ein wichtiges... Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Beinhaltet einen wichtigen Bestandteil unseres Lebens. Im Musikvideo fahren sie ans Meer. Und die Musikgruppe hat mit diesem Song eine Titelmelodie für eine deutsche TV-Soap dadurch gemacht. Und wurde dadurch ein bisschen bekannter, zumindest bei mir. Ich habe früher als kleines Kind immer so gerne diese deutschen TV-Soaps gesehen.
Ja, so viel will ich gar nicht mehr sagen. Ja, und dann jetzt zu meinen Grüßen heute. Und zwar gehen Sie raus an den Newton Whalen-Clan. Herzliche Grüße an euch. Ja, es ist seit dem dritten Geburtstag vom Birth of Plenty 3. Seid ihr immer im Hinterkopf? Seit einer Weile habe ich euch auch auf YouTube abonniert und es macht mir eigentlich immer Spaß, mit euch zu spielen, wenn es mal dazu kommt, wie auch immer. Und ich schaue auch gerne bei den Store-Streams mal vorbei, wenn einer da ist. Und auch generell macht sie sehr interessante Videos, zwar auf Englisch, aber das ist zu vernachlässigen. Also wer Englisch lernen will, dann geht auf jeden Fall zum Valiant-Clan. Da wird es euch auf jeden Fall beigebracht. So, das soll es jetzt aber auch wieder für dieses Video gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Türchen zur Nummer 7. Bis denne. Tschüss. Man doesn't show signs of stopping. And I brought me some tea, grey hot. The lights turned way down low. Make it so. Make it so. Make it so. When we